jetzt einfach eine Pneumatik. Das kann man sich vorstellen, das ist wie im Versandhaus, dass man da eine Pakete hin und her transportieren muss, aber das wird nicht mehr per Hand gemacht, sondern da haben wir ganz einfache Hilfsmittel. Und heutzutage ist das die Pneumatik. Es gibt zwei verschiedene, wenn man die elektrische Pneumatik und die normale Pneumatik. Da haben wir einmal einen Hubzylinder und einen zweiten Hubzylinder. Die Aufgabe von diesem System da ist es so, dass man mit dem ersten Hubzylinder das Paket nach oben bewegt und mit dem zweiten Hubzylinder versucht, das Paket nach vorne zu bewegen. So, die Aufgabe ist es natürlich, dass man den nach vorne bewegt und sobald er vorne ankommt, damit es keinen Crash gibt, dass der zweite dann auch nach vorne fährt, dass wir da ein schönes System drinnen haben. Man sieht, funktioniert das dann alles perfekt. Genau. So, dann gehen wir da um, dann haben wir die elektrische Pneumatik. Bei der elektrischen Pneumatik ist es so, dass wir da natürlich mit Elektrik auch dazu fahren. Drin bewegen wir uns mit Luft, da bewegen wir uns mit Luft und Elektrizität. Das heißt, wir haben da Lichtsensoren, die was die Kugeln immer erfassen und somit die weitere Bewegung ausführen. Sobald die Kugel. Sobald die Kugel durch oben kommt, kommt sie bei der Lichtschranke an. Die Lichtschranke öffnet den Weg und gibt den nächsten Befehl weiter. Zur nächsten Lichtschranke sind die Wege immer weiter. Sobald eine Lichtschranke nicht mehr funktioniert, funktionieren die anderen alle auch nicht, damit es keinen Crash gibt. Das war die Pneumatik.